Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Michael Will spielen. Ich bin Michael Will und das hier, das ist Bloodborne, das Kartenspiel. Das ist eine Kartenspielumsetzung des PlayStation-Spiele-Hits aus der Feder von Eric M. Lang. Das wird für 3 bis 5 Spieler ab 12 Jahren empfohlen. Die Spieldauer wird mit 30 bis ungefähr 60 Minuten angegeben und erschienen ist das Spiel bei Cool Mini or Not. Ich gebe es ja jetzt mal ganz ehrlich zu. Ich bin einer der größten Fans dieser Soulsborne-Reihe auf der PlayStation. Und wenn ich noch ehrlicher sein soll, ich habe mir tatsächlich eine PlayStation 5 gekauft, nur um Demon's Souls nochmal zu spielen. Also so crazy ist ja tatsächlich der große Glatzenmann, ja. Das heißt, ich sag schon mal vorweg, ich bin von dieser Thematik extrem begeistert. Und als ich dann gesehen habe, dass es zu meinem Lieblingscomputerspiel ein Kartenspiel gibt und das auch noch von einem meiner Lieblingsdesigner, nämlich von Eric M. Lang gestaltet wurde, war ich neugierig. Ich habe es mir natürlich geholt, wir haben es Probe gespielt und ob dieses Spiel auch nur annähernd so cool ist wie die PlayStation-Spiele, das sage ich euch im Resümee. Wie es gespielt wird, das erkläre ich euch jetzt in der Regelerklärung und zu der wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Hey! Unsere Regelerklärung von Bloodborne, dem Kartenspiel, beginnt natürlich wie immer mit dem Aufbau des Spiels. Und wir hatten ja jetzt in der Vergangenheit echt mal ein paar schnell aufgebaute Spiele. Ihr seht hier schon, hier gibt's doch einiges auszubreiten, was man auf dem Tisch alles so auslegen muss. Das Erste und das Spannendste, was man natürlich macht, ist, dass man einen Endboss bestimmt. Also den Endgegner, gegen den wir als Jäger am Schluss des Spiels antreten werden. Diese Karte liegt hier schon auf dem Tisch. Da macht man Folgendes. Es gibt insgesamt 5 dieser Karten für Endbosse. Da sucht man sich tatsächlich eine raus oder man zieht eben eine. Und diese Karte, das sind diese 5 größeren Karten als die anderen. Und diese Karte sucht man sich dann aus und legt die hier auf den Tisch. Was es genau mit diesen Endbossen auf sich hat, das erzähle ich euch später nochmal genauer. Als nächstes bereitet man den Kelchverliesstapel vor. Der Kelchverliesstapel, das ist der Stapel, der hier auf dem Tisch liegt. Das ist letztendlich der Dungeon, den man gemeinsam durchkämpfen muss, um dann letztendlich beim großen Endboss rauszukommen. Man macht dazu Folgendes. Man sucht sich die Monsterkarten und die Bosskarten raus, die in diesem Spiel insgesamt vorliegen. Dann nimmt man 7 Monsterkarten und 3 Bosskarten, die mischt man natürlich vorher und zieht sich die dann eben raus. Und aus diesen 10 Karten, also 7 Monsterkarten und 3 Bosskarten, baut man eben diesen Stapel hier zusammen. Den mischt man dann ordentlich durch. Das ist der Kelchverliesstapel. Und diesen legt man dann verdeckt hier in die Nähe des Endmonsters, dass man halt weiß, okay, alles, was hier auf dem Tisch liegt, gehört dann quasi zu der Herausforderung, die wir erledigen müssen in diesem Spiel. Dann gibt es noch ein paar Karten, und zwar die Verbesserungskarten. Verbesserungskarten, dazu gibt es einen eigenen Kartenstapel. Dieser Kartenstapel wird gemischt und verdeckt hier auf dem Tisch als Nachziehstapel ausgelegt. Und dann zieht man von oben weg 3 Karten, die man offen auslegt. Das ist die offene Auslage. Das sind quasi die verfügbaren Verbesserungen. Wie gesagt, man nimmt eben so viele Karten vom Stapel runter, wie Mitspieler mitspielen. Ich habe uns jetzt hier momentan mal eine 3-Spieler-Partie vorbereitet. Das heißt, man nimmt 3 Verbesserungskarten und legt die hier neben dem Nachziehstapel aus. Als nächstes bekommt dann jeder Spieler so ein Jäger-Tableau. Das sind diese größeren Pappkartons, die wir hier vor uns liegen haben. Und es gibt eben nicht nur dieses Jägertableau, sondern es gibt auch noch 3 Marker. Und das sind die 3 Trophäenmarker. Das sind die Trophäen für Verwandte, für Humanoide und für Bestien. Ich zeige euch jetzt mal so ein Jägertableau von Namen. So sehen diese Jägertableaus aus. Ihr seht schon, hier habt ihr eben 3 Zeilen, auf denen zusätzliche Punkte verwaltet werden können, die man eben über diese Trophäen erreicht. Das sind, wie gesagt, Verwandte, Humanoide und die Bestien.
Hier oben werden die gesammelten Blutechos abgelegt. Was es damit auf sich hat, sage ich euch später. Wenn man dann mal die Blutechos gehortet hat, dann kommen die hier unten hin. Und netterweise gibt es ganz hier unten links, auch noch ganz klein gedruckt, eine Rundenübersicht, dass man auch immer noch weiß, wann im Spiel was zu tun ist. Und das alles zusammen ist eben so ein Jägertableau. Davon bekommt jeder Spieler eins. Als nächstes werden dann die Startkarten an die Spieler ausgeteilt. Die habe ich hier schon mal vor mich abgelegt. Und zwar ist das ein Startkartenset aus 5 Karten. Und jeder Spieler hat identische 5 Startkarten. Das heißt, diese 5 Startkarten, das ist zum einen der Traum des Jägers, die Transformieren-Karte, die Jägerpistole, das Sägehackbeil und die Jägeraxt. Das sind quasi die 5 Karten, mit denen jeder Spieler das Spiel beginnt. Steht hier oben auch drauf, das heißt hier oben, es ist eine Startkarte. Jeder Spieler bekommt diese 5 Karten, die nimmt er auf die Hand. Und damit hat jeder Spieler auch sein Startkartendeck bekommen. Wundert euch übrigens nicht über die ganzen komischen Begriffe, die jetzt hier fallen, wenn ihr nicht mit dem Bloodborne-Computerspiel vertraut seid, denn hier gibt es schon sehr, sehr seltsame Sachen. Also das nächste, was man macht, deswegen komme ich drauf, ist die Blutreserve. Die Blutreserve geht folgendermaßen. Es sind hier so rote Plastikscheiben im Spiel. Das sind die Blutechos. Die gibt es in klein und in groß. Daraus bildet man einen Stapel, beziehungsweise 2 Stapel für große und kleine, legt die offen auf dem Tisch aus, weil damit symbolisiert man dann zum Beispiel die Lebenspunkte der Monster. Diese Dinger funktionieren aber letztendlich auch als Siegpunkte. Aber offiziell sind das die Blutechos und diese Blutecho-Marker legt man eben so auf dem Tisch aus, dass sie alle Spieler erreichen können. Dann gibt es noch eine Lebensanzeige. Das mit der Lebensanzeige ist ganz cool gemacht. Das sind nämlich hier diese Anzeiger mit diesen Drehrädchen. Zeige ich euch mal von Namen. Ihr seht schon, das sind hier solche Scheiben. Hier kann man oben eben bestimmte Werte einstellen. Das Maximum ist 8. Und genau mit diesen 8 Punkten beginnt auch jeder Jäger sein Abenteuer. Das heißt, jeder Spieler erhält so eine Scheibe, stellt eben 8 Lebenspunkte ein und legt die dann direkt vor sich neben sein Jägertableau. Natürlich braucht auch Bloodborne, das Kartenspiel, einen Startspieler. Der Startspielermarker wird einfach bestimmt. Das liegt ganz alleine bei euch, wie ihr das macht. Und dafür gibt es nämlich auch einen Startspielermarker. Das ist dieses Ding hier. Auch das zeige ich euch mal von Namen. Das ist hier auch einfach so ein Pappaufsteller mit so einem Fuß. Der wird dem Startspieler gegeben und der Startspieler stellt den hier vor sich ab in die Nähe seines Jägertableaus. Und damit ist die Vorbereitung des Spiels auch schon vollständig abgeschlossen. Der Tisch ist ja inzwischen auch schon relativ gut voll. Und was man jetzt dann als erstes macht, wenn das Spiel denn jetzt beginnt, ist, dass man das erste Monster aufdeckt und mit dem Aufdecken des Monsters beginnt dann auch das Spiel. So, bevor wir jetzt ins Spiel einsteigen, sollte ich euch aber natürlich nochmal die einzelnen Karten vorstellen und euch natürlich auch zeigen, was auf den Karten so zu sehen ist und was diese einzelnen Symbole alle bedeuten. Wir fangen mal an mit dem Kelchverlies, also mit dem, was hier unsere Gegner eigentlich sind. Im Kelchverlies, das habe ich euch ja anfänglich gesagt, gibt es Monster und es gibt Bosse. Fangen wir mal an mit den Monstern. Ich zeige euch mal, wie so eine Monsterkarte aufgebaut ist. Hier oben in der Monsterkarte seht ihr mal so ein Bild. Das Artwork ist quasi direkt aus dem PlayStation-Spiel rausgezogen. Da haben wir jetzt zum Beispiel einen Henker. Das ist der Name dieses Monsters. Und hier unten drunter gibt es dann entweder noch ein bisschen Flavortext oder eben eine Sonderfunktion, die dieser Gegner hat. Der Henker zum Beispiel, der hat eine Sonderfunktion, die betrifft die Flucht. Jeder Jäger erleidet einen Schaden für jedes nicht gehortete Blutecho. Was das bedeutet, wird dann später klar, wenn ich euch mal erkläre, was Horten bedeutet und was man mit den Blutechos macht. Was aber jeder Gegner hat, ist hier unten neben diesem roten Tropfen eine Zahl und das ist die Anzahl der Lebenspunkte und auch die Anzahl der Blutechos, die dieser Gegner springen lässt, wenn man ihn denn besiegt. Da gibt es auch noch eine ganz besondere Funktion dazu, da komme ich aber gleich nochmal drauf. Hier nebendran ist so eine Laterne abgebildet und diese Laterne gibt es in 3 verschiedenen Farben. Die gibt es in Grün, in Gelb und in Rot und das signalisiert dann auch so ein bisschen, ob das ein leichter, ein mittlerer oder ein schwerer Gegner ist. Diese Farbe, die hier abgebildet ist, die korreliert nämlich auch mit der Farbe der Würfel, die man dann würfeln muss, wenn man denn später den Angriff des Monsters durchführt. Und auch hier ist es so, die Würfel haben alle andere Aufdrucke. Der grüne Würfel ist quasi der einfache, der gelbe ist der mittlere und der rote ist der
sehr schwere Würfel. Wie gesagt, das kriegt man eben raus, wenn man hier unten diese Farbe dieser Laterne anschaut. So, und das Letzte, was hier auf der Karte abgebildet ist, das ist quasi hier unten entweder ein Totenkopf oder so ein Tentakel oder so eine Hand. Das korreliert dann hier wieder mit den Trophäenmarkern, die ich auf meinem Jägertableau habe. Denn wenn dieses Monster besiegt wird, dann bekommt jeder, der in dieser Runde, in der das Monster besiegt wird, tatsächlich auch Schaden ausgeteilt hat, eine Trophäe, so wie sie hier unten abgebildet ist. Hier wäre das ein Totenkopf und das würde bedeuten, wenn wir dieses Monster besiegen, dürfte ich quasi hier meinen Trophäenmarker 1 nach rechts schieben. Ja? Genauso ist das natürlich bei anderen Monstern, wenn wir uns hier mal das nächste Monster anschauen. Das ist zum Beispiel der Garten der Augen, der ist schon etwas stärker, der hat 7 Lebenspunkte, wird auch mit dem gelben Würfel gewürfelt und der bekommt ebenso ein Tentakel, so eine Tentakeltrophäe, wenn man ihn denn im Kampf besiegt. Das sind die normalen Monster, aus denen unser Kelchverlies zusammengesetzt wird. Dann habt ihr ja gesehen, gibt es in diesem Kelchverlies auch Bosse. Und Bossmonster schauen quasi so aus, die sind ganz ähnlich. Auch hier oben ist eine Grafik, dann kommt ein bisschen Flavortext, eine Sonderaktion. Der ist natürlich schon deutlich stärker, der hat schon 12 Lebenspunkte. Der würfelt seinen Angriff auch mit dem roten Würfel, was natürlich schon Aua-Aua ist. Hier unten steht dann noch, dass es eine Bosskarte ist und das Coole an Bossen ist, dass Bosse, wenn man sie denn tatsächlich besiegt, 2 Trophäen springen lassen, wenn man sie denn schafft. Also hier gäbe es einen Tentakel-Trophäe und eine Klauen-Trophäe, also das sind quasi Verwandte und Bestien. Das heißt, jeder, der in diesem Kampf Schadenspunkte ausgeteilt hat, wenn das Monster besiegt wird, darf quasi 2 dieser Marker hier auf seinem Jägertableau verschieben. Und das ist natürlich schon extrem lukrativ. Also das sind, die Monster sind natürlich sehr schwer, aber sie sind natürlich auch extrem lukrativ, wenn man sie denn besiegen kann. Und last but not least muss ich euch auch natürlich noch die Endbosse zeigen. Die Endbosse, die haben die größeren Karten, die schauen auch schon sehr spektakulär aus, die haben aber auch einen Namen. Und die Bossmonster, die haben aber auch eine Sonderfähigkeit, die die ganze Spielrunde über gilt. Also diese Vikarin Amelia hat zum Beispiel die Sonderfunktion, die maximale Gesundheit der Jäger ist 6. Das ist natürlich schon sehr auer. Das bedeutet, wenn wir gegen die Vikarin Amelia ins Feld ziehen wollen, dann würden wir auf unseren Scheiben hier nicht eben 8 Trefferpunkte, sondern 6 Trefferpunkte einstellen. Das wäre natürlich schon schwierig, weil da natürlich jeder von uns sehr viel verwundbarer ist. Aber dafür hat die Vikarin eben relativ wenig, also für einen Endboss relativ wenig Trefferpunkte, wird mit dem gelben Würfel gewürfelt. Und wie jeder Endboss bekommt man dann am Schluss, wenn man den denn besiegt, auch 3 Trophäen, also eine Trophäe jeder Art. Und das ist natürlich schon sehr gut, weil genau diese Dinge eben am Schluss nochmal über Sieg und Niederlage im Spiel entscheiden können. Was wir hier dann jetzt auch gleich noch machen können, ist, dass wir uns mal das Bossmonster anschauen, gegen den wir jetzt überhaupt ins Felde ziehen. Wir spielen gegen Mergos Amme. Zu Beginn jeder Runde heilen alle Jäger einen Lebenspunkt bis zum Maximum. Das klingt jetzt natürlich schon ganz cool, das heißt am Ende jeder Runde dürfen wir quasi wieder heilen, aber dafür hat natürlich die Amme auch massive Trefferpunkte, also 17 Stück. Das ist schon mal wirklich richtig knackig. Würfel den gelben Würfel, ist ein Endboss und gibt am Ende 3 Trophäen, eine in jeder Art. Das heißt, das wird der letzte Gegner sein, gegen den wir quasi ins Feld ziehen. Dann muss ich euch noch ein paar Karten vorstellen, und zwar die Aktionskarten. Da zeige ich euch am besten gleich mal die aus meiner Hand. Grundsätzlich gibt es Aktionskarten, die sind rot außenrum. Das ist eine Nahkampfwaffe. Eine Nahkampfwaffe hat den Vorteil, dass sie eben sehr, sehr viel Schaden anrichten kann. Also diese Jägeraxt, die wir hier in der Hand haben, die wäre quasi schon so eine Nahkampfwaffe. Dann haben wir eine zweite Nahkampfwaffe, nämlich dieses Sägehackbeil. Das macht leider nur einen Trefferpunkt. Und dann gibt es noch eine zweite und eine dritte Kategorie von Karten. Die zweite Kategorie, das sind die Fernkampfwaffen. Die haben meistens richten die nicht sonderlich viel Schaden an, aber haben noch irgendeinen Soforteffekt und sind eben eine Fernkampfwaffe. Also wie gesagt, blaue Rahmen definieren eine Fernkampfwaffe. Und dann gibt es noch graue Karten.
Graue Karten sind ganz normale Hilfekarten, also die Transformieren-Karte, sage ich gleich was dazu, das ist eine graue Karte. Und dann gibt es noch den Traum des Jägers, das ist eine ganz besondere Karte. Welche Funktion die hat, das erkläre ich euch dann später, wenn wir genauer mal auf den Rundenablauf eingehen. Das sind jetzt, wie gesagt, meine 5 Startkarten, die lege ich einfach hier mal wieder an meinen Platz. So, jetzt habe ich euch alle Karten vorgestellt und alle Kartentypen vorgestellt. Jetzt kann dann tatsächlich das Spiel auch langsam beginnen. Wir haben ja jetzt hier schon einen ersten Gegner aufgedeckt. Den zeige ich euch mal von Namen. Das ist der Kirchendiener. Beim Aufdecken, der oder die Jäger mit den wenigsten Blutechos erhalten 2 aus der Reserve. Wir haben ja momentan alle noch 0 Blutechos auf unserer Karte. Das heißt, jeder von uns würde jetzt, wenn dieser Kirchendiener aufgedeckt wird, erstmal 2 Blutechos bekommen. Das ist ja schon mal ganz schön. Aber noch viel wichtiger ist, dass dieser Kirchendiener 5 Trefferpunkte hat. Und das bedeutet, neben den Blutechos, die wir jetzt bekommen, müssen wir jetzt auf diese Karte des Kirchendieners erstmal 5 Blutechos drauflegen. Was hat es damit auf sich? Diese 5 Blutechos, die jetzt hier auf dieser Karte liegen, bedeuten, dass dieser Kirchendiener eben 5 Lebenspunkte hat, also 5 Schadenspunkte aushält. Wenn ich jetzt diesem Gegner einen Schaden zufüge, dann darf ich mir die entsprechenden Blutechos, die eben meiner Schadensanzahl entsprechen, nehmen und hier auf meine gesammelten Blutechos auf mein Jägertableau legen. Wenn irgendwann mal ich hier das letzte Blutecho wegnehme, dann ist der Gegner besiegt. Habe ich euch vorhin schon gesagt, alle Jäger, die in dieser Runde Schaden zugefügt haben, bekommen dann eine Trophäe und wir räumen diesen Gegner aus dem Weg. Das ist die wichtige Geschichte mit den Blutechos. Aber es gibt noch was Wichtiges obendrauf, was wir nämlich in unseren ersten Spielerunden immer wieder vergessen haben. Wenn man denn zu dritt spielt, das ist ja die Minimalanzahl an Spielern, die dieses Spiel spielen können, dann legt man tatsächlich die Anzahl der Blutechos, die unten auf der Karte aufgedruckt ist, auf diese Karte. Also in diesem Fall 5. Würden wir zu viert spielen, müssten wir ein zusätzliches Blutecho auf jeden Gegner legen, also 6. Würden wir in Vollbesetzung, also zu fünft spielen, dann müssen wir sogar 2 zusätzliche Blutechos hier auf diesen Gegner legen. Logischerweise wird, wenn wir mehr Spieler sind, der Gegner natürlich auch stärker, sonst wäre es langweilig. Das heißt, wenn wir zu fünft spielen, liegen hier keine 5 Blutechos, sondern 7. So, und jetzt darf ich natürlich nicht vergessen, dass ja jetzt quasi jeder von uns noch 2 Blutechos bekommt, weil wir ja eben diesen Gegner aufgedeckt haben. Und die werden, wichtig, immer hier oben in die gesammelten Blutechos reingelegt. Wie man aus den gesammelten Blutechos dann gehortete Blutechos machen kann, das erkläre ich euch zu einem späteren Zeitpunkt. So, nachdem wir jetzt unseren ersten Gegner gezogen haben, Blutechos auf den Gegner gelegt haben, dann kann es jetzt letztendlich auch losgehen. Was wir jetzt alle gemeinsam tun, ist, dass wir eine Aktionskarte aus unserer Hand aussuchen und verdeckt vor uns ablegen. Dazu schaue ich mir jetzt mal meine Karten an. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich spiele mal eine Transformieren-Karte. Ich zeige euch die nochmal, was hier steht. Nachdem alle Aktionskarten aufgedeckt wurden, wähle eine Nahkampf- oder Fernkampfwaffe von deiner Hand und decke sie auf. Was das genau bedeutet, sage ich euch gleich. So, auf jeden Fall lege ich mal diese Karte als die Karte, die ich spielen möchte, direkt vor mir ab. Die anderen Spieler da drüben machen genau das Gleiche. Ich nehme jetzt hier einfach mal zufällig irgendwelche Karten für meine Mitspieler, dass wir alle mal eine Karte ablegen. Und damit haben wir quasi die erste Phase eines Spielablaufs schon erledigt. Grundsätzlich mal, jede Spielrunde gliedert sich in 8 Phasen. Hinweise zu diesen 8 Phasen findet ihr auch hier links unten auf eurem Jägertableau. Und die erste Phase ist eben, dass man Aktionskarten wählt und ausspielt. Und wenn man das gemacht hat, dann decken wir eben alle unsere Aktionskarten auf und schauen mal, was passiert. Also, ich habe jetzt eben diese Waffentransformieren-Karte gespielt. Mein Mitspieler da drüben geht in den Traum des Jägers. Das ist auch ganz spannend. Und mein dritter Mitspieler hier hat die Jägerpistole gespielt. So, jetzt haben wir zumindest erstmal alle Karten aufgedeckt und jetzt wissen wir, was passiert. Das war Phase 1. Phase 2, jetzt kommen erstmal alle Spieler an der Reihe, die eine Transformieren-Karte gespielt haben.
Der Sinn an dieser Transformieren-Karte ist nämlich, dass ich mir, wenn ich diese Transformieren-Karte ausgespielt habe, erstmal anschauen kann, was denn meine anderen Mitspieler für Karten spielen. Denn jetzt in Phase 2 müssen alle, die eine Transformieren-Karte gespielt haben, sofort eine Waffe ausspielen. Also ich würde jetzt zum Beispiel mal hier eine Waffe ausspielen. Auch das würden jetzt alle Spieler, die eine Transformieren-Karte gespielt haben, gemeinsam verdeckt machen. Und dann spielen wir alle, drehen wir alle gleichzeitig unsere Waffe um und legen auch die Waffe direkt neben unser Jägertableau. Wenn wir das erledigt haben, das war quasi Phase 2, das Waffentransformieren, dann werden die Soforteffekte abgehandelt. Also alle Karten, die jetzt ausgespielt worden sind, die einen Soforteffekt haben, die werden jetzt abgewickelt. Also mein Spieler hier zu meiner Rechten, der hat jetzt zum Beispiel diese Karte gespielt. Das ist die Jägerpistole, die hat einen Soforteffekt. Hast du als einziger Jäger eine Jägerpistole ausgespielt, darfst du den Schaden sofort zufügen, statt in der Phase Jägerangriff. Und das bedeutet, hier mein Nachbar, der darf jetzt schon mal einen Schaden zufügen und darf sich von den Blutechos vom Monster schon mal eins nehmen und hier in die gesammelten Blutechos legen. Andere Soforteffekte gibt es momentan nicht. Damit haben wir auch Phase 3, die Soforteffekte, abgewickelt. Phase 4 ist jetzt die fiese Phase. Fiese Phase. Und zwar geht es jetzt darum, dass jetzt als erstes, bevor wir angreifen dürfen, dürfen die Monster angreifen oder das Monster angreifen. Dieser Kirchendiener, da könnt ihr euch die Karte ja mal anschauen, der wird mit dem grünen Würfel geworfen. Und jetzt wird es natürlich allerhöchste Zeit, dass ich euch mal zeige, was das mit den Würfeln auf sich hat. Schauen wir uns mal den grünen Würfel an. Der grüne Würfel, der hat relativ kleine Zahlen abgedruckt. Ja, also die höchste Zahl auf diesem Würfel ist eine 2. Das heißt, mit diesem Würfel kann man gar nicht viel Schaden machen. Aber es gibt eben auch Würfelseiten, so wie diese hier, die haben hier oben so ein Plus-Symbol. Und immer wenn ich diesen Würfel würfle und dieses Plus-Symbol hier erscheint, dann macht das Monster eine Combo. Das bedeutet, ich muss direkt den Würfel nochmal würfeln. Und das mache ich tatsächlich so lange, solange ich Seiten mit Plus-Symbolen obendrauf würfle. Der Schaden wird dann insgesamt aufsummiert und jeder Jäger in dieser Runde erleidet diesen Schaden. Ja, also das ist grundsätzlich mal der grüne Würfel, der ja noch relativ kleine Zahlen hat. Schauen wir uns im Vergleich dazu mal den gelben Würfel an. Da wird es schon höher, da gibt es schon Dreier, da gibt es Zweier mit einem Plus drauf. Ja? Also da ist dann schon die 3 die höchste Zahl. Also der gelbe Würfel ist schon deutlich gefährlicher. Natürlich gilt auch hier die Regel, dass wenn hier ein Plus abgebildet ist, muss man den Würfel nochmal würfeln, ja, für eine Monster-Kombo. Das war der gelbe Würfel. Schauen wir uns den roten Würfel an. Das ist natürlich der schwerste Würfel von allen, also da gibt es auch schon mal, wenn ich sie finde, eine 4. Ja? Da gibt es Einser mit Plus, da gibt es Dreier, da gibt es Zweier mit Plus, also das ist schon mit Abstand der gefährlichste Würfel. Und dieser Würfel wird eben gewürfelt, wenn das Monster auf seiner Karte eine rote Laterne abgebildet hat. Aber zurück zu unserem Kirchendiener. Der Kirchendiener würde jetzt quasi angreifen mit einem grünen Würfel. Der Startspieler übernimmt immer die Rolle des Monsters und würde jetzt quasi würfeln. Das heißt, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Und ich hätte natürlich gleich eine 1 mit einem Plus gewürfelt. Bedeutet, ich müsste direkt nochmal würfeln. Und eine 0. Damit ist der Zug des Monsters vorbei. Das Monster macht insgesamt einen Schaden. Und zwar bei jedem Jäger. Das heißt, jeder von uns würde jetzt mal auf seinem Rad von einer 8 auf die 7 runterdrehen und würde dieses Rad dann wieder vor sich ablegen. Ich habe das jetzt mal für alle Mitspieler gemacht. Das heißt, unsere erste Runde mit dem Monsterangriff, die ist schon einigermaßen glimpflich über die Bühne gegangen. Natürlich kann es aber sein, dass in dieser Phase einer der Helden stirbt. Wenn ihr aber so ein bisschen Erfahrung habt mit Soulsborne Computerspielen, dann wisst ihr, Sterben gehört eigentlich zum Spiel. Das ist noch kein großer Beinbruch, wenn ihr sterbt. Dann seid ihr eben nur für diese Runde raus. Was dann passiert, erkläre ich euch später. Nur nicht vergessen, wenn eure Lebenspunkte tatsächlich mal auf Null sinken, dann seid ihr gestorben und
kehrt in den Traum des Jägers zurück. So, nachdem das Monster angegriffen hat, sind jetzt wir endlich an der Reihe. Und wenn wir an der Reihe sind, bedeutet das jetzt, beginnend mit dem Startspieler und dann im Uhrzeigersinn, richten wir jetzt einfach Schaden an, je nachdem, wer welche Waffe ausgespielt hat. Also ich würde jetzt zum Beispiel beginnen, ich bin der Startspieler, ich habe hier diese Jägeraxt gespielt, ich würde dem Monster jetzt 2 Schaden zufügen. Also, ich würde mir direkt 2 Blutechos vom Monster nehmen und hier in meine gesammelten Blutechos einlegen. Der Spieler gegenüber wäre als nächstes an der Reihe, der zieht sich in den Traum des Jägers zurück, der greift quasi nicht an. Hier, unser Kollege hat mit seiner Waffe schon hantiert, also der greift jetzt nicht nochmal an. Und insofern ist dann diese Runde vorbei und wir haben dem Monster Schaden zugefügt. Aber es liegen noch Blutechos auf dem Monster, das heißt, das Monster ist noch am Leben. Damit haben wir die Phase 5, den Jägerangriff, abgeschlossen. Die nächste Phase, die folgt, ist die Phase 6 und die heißt ganz einfach, das Monster flieht. Ja? Es ist natürlich so, dass die Monster schon sehr böse aussehen, aber wir als Jäger sind natürlich auch nicht ungefährlich. Wenn wir es also nicht schaffen, innerhalb einer Runde dieses Monster zu besiegen, dann flieht dieses Monster. Das bedeutet, hier diese Blutechos werden einfach wieder in den Vorrat zurückgelegt und das Monster kommt aus dem Spiel und es ist einfach geflohen. Wichtige Info noch zum fliehenden Monster. Normale Monster können fliehen, Bosse und vor allen Dingen der Endboss fliehen nie. Das heißt, Bosse und vor allen Dingen natürlich auch Endbosse bleiben wirklich so lange liegen, Runde für Runde, bis sie letztendlich auch besiegt worden sind. Das war die Phase 6, das Monster flieht. Jetzt kommt die Phase 7, das ist der Traum des Jägers. Der Traum des Jägers ist die vorletzte Phase, die in dieser Runde gespielt wird. Und der Traum des Jägers funktioniert folgendermaßen. Alle Spieler, die in dieser Runde die Karte Traum des Jägers gespielt haben, das ist jetzt zum Beispiel der Spieler hier mir gegenüber, die dürfen jetzt folgende Dinge tun. Das Wichtigste von allem ist, dass sie, wenn sie in den Traum des Jägers kommen, ihre Blutechos horten dürfen. Der Trick und das eigentlich Fiese, was ich euch ja noch gar nicht erzählt habe, ist, wenn man im Spiel stirbt, also wenn man von dem Monster so eine auf die Mütze bekommt, dass die Lebensenergie auf Null sinkt, dann verliert man alle Blutechos, die hier oben in den gesammelten Blutechos liegen. Nur alle Blutechos, die man gehortet hat, also die man hier unten in den gehorteten Blutechos liegen hat, die bleiben bestehen. Das ist tatsächlich eine Mechanik, die direkt aus dem PlayStation-Spiel herübergenommen worden ist. Und deswegen ist der Besuch im Traum des Jägers so wichtig, weil man das eben tun muss, um aus den gesammelten Blutechos, die ja immer noch so ein bisschen wackelig sind, wenn man stirbt, sind die weg, um aus den gesammelten Blutechos gehortete Blutechos zu machen. Und deswegen ist es ganz clever, immer mal wieder im Traum des Jägers vorbeizuschauen, weil man dann eben seine Blutechos sichern kann. Und das ist nicht das Einzige, was man machen darf. Zum einen darf man alle abgelegten Karten wieder zurück in seine Hand nehmen. Aber das ist immer noch nicht das Coolste. Das Coolste von allem ist, dass man sich dann nämlich eine dieser ausliegenden Hilfekarten nehmen darf. Und da liegen ja supergeile Waffen aus, die natürlich wesentlich stärker sind als das, was man so in seiner Starthand hat. Das heißt, im Traum des Jägers darf man auch sein Arsenal aufpeppen. Wichtig dabei ist aber, Achtung, es gibt ein Handkartenlimit von 7 Karten. Das darf man niemals überschreiten. Wenn man irgendwann mal eine 8. Karte bekommt, muss man eine seiner Karten ablegen. Wichtig dabei, die Karte Traum des Jägers darf aber niemals abgelegt werden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Mein Mitspieler hier drüben würde sich jetzt zum Beispiel diese Bestienklaue hier noch als zusätzliche Waffe nehmen, weil er eben in den Traum des Jägers zurückgekehrt ist. Er hat noch weniger als 7 Karten, das heißt, diese Karte darf er auch direkt behalten. Wichtig noch dazu, diese Karte, die man hier nimmt aus dieser Auslage, die nimmt man sofort in die Hand. Das bedeutet, die ist auch in der nächsten Runde sofort spielklar und einsatzklar. Also das ist wirklich was ganz, ganz Cooles, was man hier machen kann. So, und das Letzte, was dann der Spieler machen darf, der in den Traum des Jägers zurückgekehrt ist, ist, dass er wieder komplett heilt. Also, er darf jetzt hier sein Rädchen nehmen und darf die 7 wieder auf eine 8 zurückdrehen und er kommt dann quasi in der nächsten Runde vollständig geheilt aus dem Traum des Jägers wieder zurück.
So, wenn dann die komplette Phase Traum des Jägers vorbei ist und alle Spieler eben ihre Karten auch genommen haben, erst dann wird hier auch wieder aufgefüllt. Also, wir nehmen dann hier die nächste Karte und füllen hier diese Hilfeauslage wieder auf, sodass quasi in der nächsten Runde auch wieder drei neue Karten hier ausliegen für die Jäger, die eben in den Traum des Jägers zurückkehren. Jetzt habe ich euch ja vorhin schon gesagt, dass man natürlich während des Spiels auch sterben kann. Und Jäger, die sterben, die werden natürlich sofort in den Traum des Jägers geschleudert. Das Fiese dabei ist aber, Nummer 1 habe ich euch schon erzählt, dass alle Blutechos, die nicht gehortet worden sind, dann weg sind. Das ist mal das Erste. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Spieler, die sterben, in dieser Runde nicht ihre Handkarten wieder komplett neu auffüllen dürfen. Was ein gestorbener Spieler aber machen darf, wenn er denn im Traum des Jägers ist, er darf sich trotzdem eine dieser Hilfekarten nehmen, das ist die Nummer 1, und er darf natürlich trotzdem sich wieder komplett heilen. Also die einzigen Mankos sind quasi, wenn man stirbt und so in den Traum des Jägers kommt, dann ist es wirklich so, dass man nur seine Blutechos verliert und dass man eben nicht die abgelegten Karten wieder in seine Hand zurücknehmen darf. So, das war quasi die Phase 7, der Traum des Jägers. Jetzt kommt die Phase 8 und die Phase 8 heißt einfach Rundenende. Im Rundenende ist es so, dass die ausgelegten Karten, die ich jetzt hier ausgespielt habe, die werden einfach zusammengefasst und auf einen Ablagestapel gelegt. Die stehen mir jetzt für diese kommende Runde nicht mehr zur Verfügung. Dann wird der Startspielermarker weitergegeben im Uhrzeigersinn und das nächste Monster wird aufgedeckt. So, das ist jetzt ein tollwütiger Hund. Der tollwütige Hund, der hat wieder 5 Lebenspunkte. Das heißt, wir legen natürlich gleich mal wieder 5 Blutechos auf diesen tollwütigen Hund. Und damit ist dann quasi die letzte Phase dieser Runde auch abgeschlossen. Und die nächste Spielrunde würde beginnen. So, nachdem ihr jetzt gesehen habt, wie dieses Spiel abläuft, stellen sich jetzt natürlich wie immer dieselben 2 Fragen. Wie lange wird dieses Spiel gespielt und wer gewinnt letztendlich die Partie? Dadurch, dass wir ja hier einen Endboss liegen haben, ist der Name ja Programm. Sobald der Endboss besiegt wurde, endet die aktuelle Partie von Bloodborne, das Kartenspiel. Alle bis dahin gesammelten Blutechos dürfen noch gehortet werden. Dann guckt man sich auch noch an, wie weit diese Trophäenmarker fortgeschritten sind. Denn da, wo dieser Trophäenmarker liegt, also beispielsweise hier, da ist ja unten drunter auch eine Zahl aufgedruckt. Und was man dann macht, ist, dass man alle diese Zahlen, also diese Blutechos, die man sich mit den Trophäen verdient hat, und die Blutechos, die man gehortet hat, zusammenzählt. Und dieser gemeinsame Wert, den nennt man dann tatsächlich den Blutlevel. Und wenig überraschend ist es dann natürlich am Ende des Spiels so, dass derjenige Spieler, der im Laufe dieser Partie den höchsten Blutlevel erreicht hat, das ist dann auch der Gewinner von Bloodborne, dem Kartenspiel. Bloodborne, das Kartenspiel, hat tatsächlich eine der wichtigsten Mechaniken des Computerspiels wirklich perfekt übernommen. Wer diese Spielreihe schon mal gespielt hat, der weiß, da geht es ja im Wesentlichen darum, dass man immer versucht, weiter in diesen Leveln voranzuschreiten. Man sammelt derweil, ich sag mal, Siegpunkte in Anführungszeichen, und man muss aber irgendwann mal diese Siegpunkte wieder bunkern. Denn wenn man irgendwo unterwegs stirbt, und man hat diese Siegpunkte nicht gebunkert, sind die weg. Und genauso ähnlich hat das Kartenspiel das auch umgesetzt. Also es ist eine wirklich fantastische Mechanik, dass man immer kämpft und Punkte bekommt und irgendwann sich dann aber wieder zurückziehen muss. Und erst wenn man sich zurückzieht, bevor man stirbt, wohlgemerkt, dann werden die Punkte dem eigenen Siegpunktekonto gutgeschrieben. Und das ist direkt aus dem Spiel übernommen und in diesem Spiel wirklich, in dem Kartenspiel wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Unabhängig davon hat der Eric M. Lang natürlich auch diesen ganzen Grafikstil, der aus Bloodborne, aus dem Bloodborne-Computerspiel kommt, wirklich sehr gut in dieses Spiel transferiert. Ich sag aber auch dazu, wenn ihr mit dem PlayStation-Spiel nichts zu tun habt und davon noch nie was gehört habt, bin ich mir auch nicht so sicher, ob dieser Grafikstil jedem gefällt. Ich mag das total, kommt aber wie gesagt daher, dass ich diese Computerspielserie halt auch vergöttere, muss man einfach mal so sagen. Also schaut euch die Grafiken mal an. Das Spielprinzip an sich ist super, super geil gemacht und deswegen gibt's von uns natürlich trotzdem für Bloodborne, das Kartenspiel, beide Daumen hoch.
Und in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr neu auf unseren Kanal gekommen seid, herzlich willkommen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und vielleicht sogar die Glocke zu klicken, damit ihr immer aktiv informiert werdet, wenn es von uns was Neues gibt. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer ein schönes Spiel.